im Atlantik, bunt, bewegt, überraschend. Mit 6 Millionen Gastgebern in der Republik Irland und Nordirland. Angefangen in Irlands Hauptstadt Dublin. Erste Kontaktaufnahme im offenen Sightseeing-Bus für rund 15 Euro. Steinerne Denkmäler mitten in der City, wie die Christ Church, Trinity College und natürlich die munter bunte Innenstadt mit den wichtigsten Nationaldenkmälern überhaupt, den Pubs. Von der kleinsten Schankstation bis zur Nobeladresse. Das hier nennt man das irische Brot sozusagen, ein richtig kräftiges, gemalztes Guinness-Bier. Fürs Frühstücksfernsehen heute Morgen etwas zu früh noch und darum habe ich mir natürlich einen Kaffee bestellt. Aber Irland als solches ist immer jetzt eine Reise wert, gerade jetzt im Frühling. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dahin zu fliegen. Mit den Billigfliegern auf jeden Fall nach Shannon oder nach Dublin. Man kann aber auch die Fähre nehmen von England und von Belgien rüber vom Festland. Und man kann vor allen Dingen was ganz Tolles für Irland, sein eigenes Auto mitnehmen. Und das lohnt sich wirklich, wenn man keinen Mietwagen dort nehmen will. Und wohnen kann man nicht nur in Hotels, sondern auch in den wunderschönen Ferienhäusern auf der ganzen Insel verstreut. Rund 400 davon gibt es allein online zu buchen. Und da wird man bestimmt etwas drunter finden. Also maßvoll Gas geben im Linksverkehr und raus übers Land. Links und rechts markieren die schönsten irischen Klischees die Route. Hügelig, kein Berg höher als 1000 Meter. Eine amphibische Bühne ist dieses Land, von Wasser umgeben, von Wasser geprägt. Eine grüne Insel ist Irland mit herrlich bunten Einsprengseln, durchzogen von blauen Wasserstraßen für die individuelle Entdeckung per Boot. Für wenige Euro zum Selberrudern bis zum führerscheinlosen Hausboot ab gut 100 Euro am Tag. Und die Highlights liegen direkt am Ufer. Jahrhundertalt zum Beispiel die zahlreichen Burgen, Herrenhäuser und Schlösser. Zum Teil umgebaut zu noblen Hotels wie Dromoland Castle in der Grafschaft Clare. Rund um Irland durch den Frühling reisen. Wer sein eigenes Auto nicht dabei hat, kann es mieten. Irland ist nämlich auch ein preiswertes Ziel. So kostet der Mietwagen am Tag ab 9 Euro. Ein gutes Hotelzimmer gibt es bereits ab 15 Euro. Und mit dem Billigflieger ist man eine Woche samt Unterkunft für etwa 560 Euro auf der Insel. So hat man sicher noch Geld gespart für das fröhliche irische Tagesfinale. Das findet natürlich wieder im Pub statt, wo es dann vielkehlig auf gut Gälisch tönt. Sloaned. Prost. Und von Irland kommen wir wieder nach Deutschland. Sibylle Weichenberg ist wie immer donnerstags da im Sat.1 Frühstücksfernsehen. Guten Morgen. Guten Morgen. Und es tut mir furchtbar leid, aber ich muss Sie noch mal mit Indira konfrontieren.